In diesem Video möchte ich euch zwei interessante Gameplay-Features vorstellen, die früher einmal im Spiel waren, mittlerweile aber nicht mehr in The Sims 4 normal ohne Umwege nutzbar sind. Viel Spaß beim Ansehen! Bevor das Hauptmenü mit dem Update im Dezember 2020 einen neuen Anstrich erhalten hat, wurden hier vorher alle Packs, die es fürs Spiel gab, mit einem passenden Symbol dargestellt. Auch bei den Gratis-Packs gab es diese, aber könnt ihr euch noch an dieses Icon hier erinnern? Nein? Viele von euch werden mit diesem Symbol nichts anfangen können, da wir diesen Spieleinhalt in Deutschland nie erhalten haben. Dieser wurde im Jahr 2018 ins Spiel gebracht. Das Symbol gehörte hier nämlich zu einem besonderen Baumodusobjekt, dem Familienporträt. Richtig, ihr konntet euch einen Rahmen mit dem Familienbild eures Sims ins simlische Wohnzimmer hängen. Es war ebenfalls möglich, die Outfits und Posen der Sims auf dem Bild zu ändern. Warum aber gibt es diesen nicht mehr im Spiel? Nun ja, das Bild wurde nicht als normales Update hinzugefügt, sondern wurde erst freigeschaltet, wenn man sich die Sims Mobile auf sein Smartphone heruntergeladen hat. Dazu musste man im Hauptmenü seine Handynummer eingeben und erhielt danach einen Code auf sein Handy, welcher dann das Porträt im Spiel freigeschalten hat. Leider aber gab es diese Option in Deutschland nicht, weshalb wir auch nie das Familienporträt im Spiel nutzen konnten. Eigentlich schade, da Familienporträts die Wohnung von Sims extrem aufwerten und noch ein bisschen gemütlicher und belebter machen. Falls ihr euch aber das Porträt für euer Spiel wünscht, habe ich euch einen Link zu einer Modifikation in die Beschreibung gepackt, mit der ihr das Bild trotzdem freischalten könnt. Weiter gibt es noch ein größeres Feature im Spiel, welches mittlerweile nur noch über Cheats und nicht mehr durch normale Spielen freigeschaltet werden kann. Dieses war mit einer Herausforderung verknüpft, welche im April 2017 ins Spiel gebracht wurde. Für ein paar Wochen war es möglich, magische Bohnen mit den Sims zu sammeln und diese in einen Baumstamm zu pflanzen. Die Bohnen bekam man nur von anderen Sims, die in einer bestimmten Stimmung sein mussten, um die entsprechende Bohne der insgesamt 6 sammeln zu können. Wenn man alle von diesen platziert hatte, konnte man durch Gießen des Baumstamms seine Lebenskraft wieder reaktivieren. Wenn man mit diesem interagiert, hat sich der Sims in einen Pflanzensim verwandelt, die es auch schon in den Vorgängerteilen Die Sims 3 und Die Sims 2 gab. Vielleicht haben ein paar von euch die Herausforderung im Jahr 2017 ebenfalls gespielt, mittlerweile ist das Sammeln der magischen Bohnen aber Geschichte. Über einen normalen Weg können sich die Sims nicht mehr in einen Pflanzensim verwandeln, maximal durch einen Cheat lässt sich dieser Zustand nur noch erreichen. Etwas schade, da die Pflanzensims ebenfalls schneller die Gartenfähigkeit aufgebaut haben. Leider haben die Entwickler danach keine Möglichkeit implementiert, dieses Feature nochmal außerhalb der Challenge zu nutzen. Dabei könnte man die magischen Bohnen doch thematisch passend auf das versteckte Grundstück in Willow Creek verlegen. Damit hätte das sonst recht unspektakuläre Waldgrundstück eine sinnvolle Funktion und die Pflanzensims würden ebenfalls weiterhin in The Sims 4 existieren. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal passieren, dass die Entwickler sich wieder an die Pflanzensims im Spiel erinnern und nochmal eine normale Möglichkeit integrieren, um unsere Sims in die grünen Kreaturen verwandeln zu können. Welches von den beiden Features hättet ihr lieber wieder im Spiel? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.